Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Ja, es ist mittlerweile sehr lange her, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe und seitdem ist natürlich einiges passiert, was wir uns heute anschauen werden. Vorher muss ich aber erstmal ein paar andere Sachen sagen. Das letzte Video ist jetzt wieder ziemlich lange her und da hat sich auch einiges auf unserem Discord getan. Also wir hatten ziemlich viele Probleme gehabt, auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Video hochgeladen habe. Jetzt haben wir einiges geändert. Ich gehe da jetzt mal nicht zu sehr ins Detail, aber ihr könnt ja gerne auf dem Discord mal vorbeischauen. Und da kommt jetzt der andere wichtige Punkt ins Spiel. Es gab leider einen Raid-Angriff auf den Discord-Server, weshalb viele, nicht alle, aber die meisten Mitglieder gebannt wurden. Und jetzt natürlich aber alles wieder behoben und ihr könnt natürlich den Server wieder erneut beitreten, müsst ihr halt dann den Link nehmen, der in der Videobeschreibung steht. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt wo wir das abgehakt haben, können wir aber endlich loslegen und zwar mit dem neuen Video. Ich kann euch auch schon mal sagen, das nächste Video wird auf jeden Fall nicht so lange auf sich warten lassen. Ich habe jetzt ein ganz eigenes Projekt und zwar die Verbindung des RE1 nach Magdeburg, von Berlin aus bis nach Magdeburg. Und da bin ich auch schon relativ weit, das werde ich dir in einem anderen Video vorstellen. Heute bleiben wir aber in Berlin und zwar komplett und zwar geht es mal wieder um die U-Bahn. Wir sind hier auch gerade schon am Hauptbahnhof und der sich ein bisschen in Berlin auskennt, der wird schon wissen, dass am Hauptbahnhof nur die U5 fährt, leider. Ja, Hauptbahnhof hat sich nichts getan seit dem letzten Video. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie es momentan da aussieht. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Der Hauptbahnhof hat ja Umbaumaßnahmen bekommen. Der sieht jetzt ungefähr so aus. Auf jeden Fall realistischer als vorher und diese Halle ist wirklich schön. Aber man muss natürlich auch sagen, dass noch einiges fehlt. Ich denke mal, da mache ich dann irgendwann noch was dazu, wenn es komplett fertig ist. So, aber nun gehen wir auch schon zum U-Bahn-Gleis. Ich glaube, da müsste man denn diesen Aufzug hier nehmen. Gibt es auch eine Treppe? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, es gibt tatsächlich keine Treppe bis zum U-Bahnhof. Das, ja, ist natürlich nicht ganz realistisch, aber kommt bestimmt auch noch. Habe ich zum Teil ja bei anderen Bahnhöfen auch schon gemacht. Kann man auf jeden Fall machen. Der Bahnhof, den haben wir uns schon mal im Video angeschaut. Das ich zeige jetzt trotzdem natürlich nochmal. Das werden wahrscheinlich die meisten nicht gesehen haben. Und zwar sieht er sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also, der U-Bahn-Vorbahnhof ist eigentlich jetzt nichts so Besonderes, auch in Wirklichkeit, aber es ist wirklich hier in Minecraft sehr schön geworden. Es ist auch schon sehr alt, also schon relativ zu Beginn des Servers wurde der hier gebaut. Und zwar sehen wir schon, die U5 führt jetzt bis zum Alexanderplatz. Letztes Mal, als wir uns die uns angeschaut haben, hat sie nur bis zum Brandenburger Tor geführt. Und das heißt, dass wir jetzt diesen ersten Abschnitt auch schon kennen, aber es ist ja nicht so schlimm. Das hier ist die Station Bundestag, die habe ich schon mal gesagt, wurde von Galaxy Fox und Luke, glaube ich, gebaut. Ich kann nur kurz gucken, bis das hier wechselt. Ja, genau. Und hier haben wir tatsächlich auch den Bundestag, den auch jemand baut. Ich habe leider den Namen vergessen, tut mir jetzt sehr leid, wurde auch in die Kommentare geschrieben. Der Bundestag ist auf jeden Fall weitergebaut worden seit dem letzten Mal, aber er ist noch nicht ganz fertig. Zum Beispiel fehlt die markante Kuppel natürlich noch. Wird bestimmt aber auch irgendwann noch fertig, aber ich denke, das ist jetzt nicht so prioritätsmäßig ganz weit vorne. Da gibt es jetzt eher andere Sachen. Denn aufgrund des Serverwechsels, was ich ja auch schon mal angesprochen habe, wurden ja alle Schienen gelöscht. Und da sind wir immer noch so ein bisschen dabei, alles wieder aufzubauen. Das dauert auch immer noch ein bisschen, aber wir sind auf jeden Fall schon weiter. Und manche Strecken, wie zum Beispiel die Straßenbahn hier, fehlen noch komplett. Hier ist zum Beispiel eigentlich die M23. Habe ich auch gesagt, dass ich mich eigentlich drum kümmere, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber kommt natürlich dann irgendwann nochmal. Es ist gerade alles hier so ein bisschen nicht ganz fertig. Aber das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu. Wenn es irgendwann fertig ist, dann wäre das natürlich auch langweilig. So, jetzt kommen wir zum Brandenburger Tor. Hier wurde die Station ein bisschen verkleinert. Früher ging die tatsächlich die ganze Länge auch vom S-Bahnhof, S-Bahn-Bahnsteig hier unten drunten durch. Macht natürlich nicht so viel Sinn, weil die U-Bahn etwas kürzer sind. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, hier fährt die S-Bahn auch und eigentlich auch die Straßenbahn. Halt jetzt gerade nicht. Und hier ist das Brandenburger Tor, was wir jetzt auch schon öfter mal gesehen haben in Videos. Ja, deswegen machen wir direkt weiter und jetzt kommt tatsächlich eine ja, man sieht hier noch ein bisschen die Reste von der alten U-Bahn-Station. Jetzt kommen wir tatsächlich zur ersten unbekannten Station in der heutigen Folge und zwar ist die Station, nee Quatsch, ich rede Unsinn, unter den Linden, haben wir auch schon gesehen, ist es nicht einfach nur kopiert von dem Bahnsteig hier unten, unter den Linden und man kann hier in die U-Bahn-Linie 6 umsteigen. Die U6, die ich euch auch schon mal gezeigt habe im Video, die ja bis Friedrichstraße führt momentan und in die andere Richtung, Richtung Altmariendorf. So. Jetzt kommen wir aber zu einer neuen Station. Und zwar müsste das tatsächlich die Station Museumsinsel sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kurzer Lag. Aber da ist die Station Museumsinsel, die ich auch sehr schön gelungen finde. Warte mal kurz. So, ich habe mal kurz in den Kreativmodus gewechselt, damit wir auch so ein bisschen rumlaufen können. Sehr realistisch nachgebaut. Wir haben hier tatsächlich auch diese, ja, was ist das eigentlich in Wirklichkeit, so granitähnlichen, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht genau, was es in Wirklichkeit ist, aber auf jeden Fall diese Farbe ist ziemlich gut nachempfunden nach diesen Säulen, die da sind. Ich war ja erst einmal, also ich bin ein paar Mal durchgefahren, einmal bin ich ja ausgestiegen. Es ist wirklich eine sehr schöne Station. Für viele vielleicht ein bisschen zu kalt,
Aber ich finde, das ist sehr schön geworden. Ja, hier, das Markante an der Station ist natürlich der Sternenhimmel. Hier sieht es jetzt ein bisschen so aus, als wäre es Wasser. Ist jetzt aber nicht böse gemeint, ist halt einfach anders schwer umsetzbar. Man könnte natürlich Spotlights nehmen. Hab ich drüber nachgedacht. Ich weiß ja nicht, ob die das vielleicht auch ausprobiert haben, diejenigen, die die Station gebaut haben. Komme ich gleich noch zu. Ob das dann vielleicht nicht so gut aussieht. Also, ich finde, man könnte das theoretisch auch machen, aber die Sterne sind natürlich ein bisschen kleiner in Wirklichkeit. Ja, ist auch die Station von der U5, die als letztes erst veröffentlicht wurde, also jetzt in Real Life, weil hier die hier noch etwas länger gebaut haben, weil es eine etwas besondere Station ist. Genau, hier haben wir eigentlich die Museumsinsel halt hier oben. Ist natürlich jetzt nicht da. Hier haben wir die Station Oper, glaube ich, Staatsoper. Was war denn das nochmal hier? Nee, ja gut, macht Sinn, U-Bahnhof Museumsinsel, dann war das da hinten Staatsoper. Schauen wir uns noch mal kurz die andere Seite der Station an, aber dann können wir auch schon weitermachen. Bis jetzt auf jeden Fall das Highlight auf der aus der heutigen Folge. Die Station wurde von Luke auch gebaut und die Eingänge wurden von Galaxy Fox gebaut. Also auch die Stelle genauso wie bei der Station Bundestag. Die Eingänge können wir uns ja auch noch mal hier den Eingang anschauen. Wir haben hier noch mal eine Verteilerebene, wo wir auch noch mal diese schönen Anzeigen hier haben. Ich weiß, ich glaube, die haben das Problem behoben, weil damals haben die ja bei mir immer zum Spielabsturz geführt. Wenn irgendwann mal wieder bei mir das Spiel abstürzt, dann liegt es wahrscheinlich daran. Aber ich hoffe mal, das passiert nicht. Genau, hier sind nochmal zwei andere Eingänge. Und da hinten haben wir auch schon wieder die Stammbahn, also die S-Bahn, Stadtbahn, nicht Stammbahn, das wär in München. Und wir machen weiter mit der nächsten Station. So, dann geht es hier einmal relativ scharf um die Kurve, aber es ist noch komplett in Ordnung, weil die U-Bahn hat ja auch öfter mal so schärfere Kurven. Und wir kommen tatsächlich schon relativ schnell zur nächsten Station. Finde ich aber auf jeden Fall komplett okay. Also ich habe ja auch zum Teil sehr kurze U-Bahn-Abstände zwischen den Stationen. Und die Station sagt mir tatsächlich erstmal gar nichts, aber es ist ja die Station Rotes Rathaus, ja. Hier bin ich noch nie ausgestiegen, ist aber auch eine moderne Station halt von der U5, Verknüpfung mit der U55. Ist ja der neueste U-Bahn-Abschnitt, der in Berlin in Betrieb ging. Und das sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Hier, auch diese Designentscheidung hier ist ganz nett. Hier ist natürlich jetzt noch nicht so viel drumherum gebaut, ist aber okay. Wir sind jetzt sehr in der Nähe vom S-Bahn-Fackelschen Markt. Ist auch in Wirklichkeit ungefähr in der Nähe, vielleicht nicht so nah, wie es jetzt hier ist, aber habe ich wirklich überhaupt nichts dagegen, weil es ist einfach schwer, das perfekt nachzubauen von den Abständen. Und dafür ist tatsächlich der Abschnitt hier von der U5 sehr gut geworden. Der erinnert mich auch so ein bisschen auch so, wie ich es gebaut hätte. Außer vielleicht die Tunnelbreiten, die hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen breiter gemacht. Zum Beispiel an dieser Stelle hier ist schon sehr dünn. Ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen realistischer so. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie breit die Tunnel normalerweise in Berlin immer sind, aber ja, die sind auf jeden Fall auch nicht so breit, wie ich sie vielleicht immer mache. Vor allem auch bei der S-Bahn. So, was haben wir hier eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber anscheinend ist das ein Vorläufer dieses Tunnels hier, der dann doch nicht benutzt wurde. Ja, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight dieser Folge, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, und zwar den U-Bahnhof Alexanderplatz. Alexanderplatz hatte ja vorher keinen U-Bahnhof, aber ich kann ja mal vorne anfangen. Denn letztlich wurde auch der S-Bahnhof Alexanderplatz verändert, und zwar ist das alles von Luke erbaut worden, beziehungsweise von Luke reinkopiert worden. Ich glaube, er hat eine eigene Map, jedenfalls würde es am meisten Sinn machen. Und er hat dann den U-Bahnhof Alexanderplatz mitsamt des S-Bahnhof Alexanderplatz, weil es dann so am besten zusammenpasst, kopiert in diese Welt mit Structure-Blöcken, beziehungsweise mit World Edit. Genau, zum Alexanderplatz an sich, hier haben wir noch den alten Fernsehturm, der jetzt auch schon etwas länger da steht. Dann haben wir natürlich den Bahnhof, der ist jetzt auch natürlich neu, weil ja die Halle auch ausgetauscht wurde, haben wir jetzt hier unten ein bisschen was anderes. Hier haben wir jetzt auch so ein bisschen so Essensgelegenheiten. Jetzt alles ein bisschen realistischer, weil der echte Bahnhof ist ja auch so ein bisschen zweigeteilt. Hier einmal für S-Bahn, einmal für Regionalverkehr. Hier hinten kommt man zur Straßenbahn, die zur M2, die ja auch mal gefahren ist, aber jetzt halt nicht mehr wegen den Schienen. Die muss auch nochmal komplett neu gemacht werden. Und kommen wir nun zur U-Bahn. Wo gibt es denn jetzt hier einen Abgang? Hier gibt es einen Abgang. Und hier haben wir eine sehr lichtdurchflutete Station. Ich glaube, das ist auch die Station in Berlin, die am flächenmäßigst größten ist, also die U-Bahn-Station, vielleicht sogar die aus ganz Deutschland, weil die Fläche ist halt wirklich schon sehr, sehr groß. Es gibt unglaublich viele Ausgänge und unglaublich viele Gänge. Dabei fahren hier nur in Anführungsstrichen drei U-Bahn-Linien. Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen runter und das ist tatsächlich sehr realistisch nachgebaut worden. Denn wenn ich hier runtergehe, habe ich auch manchmal Angst ein bisschen, dass ich gegen die Decke ankomme. Vielleicht ist es nicht genau diese Treppe hier, aber zum Teil sind diese Decken in diesem Bahnhof halt auch sehr niedrig. Weshalb es so ein bisschen so wirkt. Also das passt auf jeden Fall ziemlich gut. Hier haben wir nochmal eine Rolltreppe, die führt nach ganz unten. Ich glaube, das ist nochmal zu einem anderen U-Bahn-Bahnsteig. Und hier haben wir auch nochmal zwei Rolltreppen, die hier nochmal zum
Bahnhofsgebäude führen. So, dann wollen wir mal hier runtergehen und einmal diesen langen Gang hier langlaufen, den es auch in Wirklichkeit gibt. Allgemein natürlich, die Station ist relativ realistisch nachgebaut worden, also man sollte das schon auf jeden Fall wiedererkennen können. Und hier geht es jetzt, glaube ich, runter zur U8, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, doch nicht, zur U5. Also da, wo wir gerade angekommen sind. Dieser Bahnhof ist tatsächlich viergleisig, also dieser Abschnitt hier des Bahnhofs. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sie hier damals noch eine andere Linie bauen wollten, die hier startet oder... eine andere Linie bauen wollten, die hier durchfährt. Ich glaube, das ist sogar die U3 gewesen. Kann jetzt nicht jetzt auch kompletten Schwachsinn laber. Aber sie wollten auf jeden Fall noch irgendeine andere Linie mit dem Bahnhof Alexanderplatz verknüpfen. Das habe ich schon mal gehört. Deswegen ist dieser Bahnhof jetzt hier viergleisig, obwohl hier nur eine einzige Linie fährt. Steht auch nochmal, dass die das Gebäude hier von Luke erbaut wurde, aber die ganzen Schienen und Aufzüge wurden anscheinend von Galaxy Fox gebaut. Ja, hier ist momentan noch die Wendeanlage der U5 anscheinend. Mache ich ja auch meistens so, wenn ich in irgendeine Station gebaut habe, dass die Züge dann einfach mal hier durch die Wand fahren. Ist ja aber auch nicht schlimm. So. So viel zu diesem Stationsabschnitt, finde ich auf jeden Fall sehr schön geworden. Allgemein dieser Prismarin passt sehr gut, vor allem mit dem Texture Back. Also ohne den wird es wahrscheinlich hier nicht so gut aussehen. Hier ist noch ein Loch in der Wand, aber dafür gibt es es ja auch, weil so einfach viel mehr Blöcke einfach passender aussehen für eine Stadt, die man in Minecraft baut. So, wo führen eigentlich diese Fahrstuhl hin? Achso, dann glaube ich auch nochmal zu 5. Okay, ja, das macht Sinn, habe ich ja auch gerade eben gesehen. So, dann gehen wir mal hier hinten runter. Hier gibt es anscheinend nochmal einen Ausgang. Ne, wobei, hier gibt es jetzt die Station der U2, die wir uns auch heute noch anschauen werden, denn wir schauen uns heute die U5 und die U2 an. Mit der U5 sind wir jetzt auch quasi auch schon fertig. Und die U2 hat in Wirklichkeit so ein bisschen leicht gebogenen Bahnsteig, deswegen quietscht es auch mal sehr, wenn Züge da durchfahren. Und es macht auch schon Sinn, die Station ist auch in Wirklichkeit am weitesten außen gelegen. So, was mir jetzt tatsächlich mal ins Auge springt, ist diese Schiene hier. Vielleicht ein bisschen zu steiler Anstieg hier, aber es ist schon okay, man kann es ja auf sehr tief einfach verflachen, wahrscheinlich hier genauso. Genauso ist es. Ja, auch dieser Bahnsteig ist sehr schön geworden, hier geht es wieder runter zum Bahnhofsgebäude und wir gehen mal kurz hier hoch. Wo ich glaube ich noch nie war in Wirklichkeit, okay, hier ist auch ein bisschen was und nicht ganz fertig, hier kommt nochmal ein Ausgang hin. Ja, der Bahnhof Alexanderplatz hat wirklich sehr, sehr viele Ausgänge, halt viele auf dem Alexanderplatz, aber auch viele, glaube ich, nebenliegende Straßen, also nicht alle führen auf den Alexanderplatz, so war das. Hier geht es Richtung, nochmal zur U5 runter. Und ich habe mich da jetzt schon mal verlaufen, wo geht's denn hier jetzt überhaupt noch hin? Ach, hier kommen wir jetzt wieder raus. Und wo geht's hier hoch? Wahrscheinlich ist das ein Ausgang, oder? Ja, das ist ein Ausgang. Der führt unter die Stadtbahn. Also jetzt hier in Minecraft jedenfalls, ob es in Wirklichkeit da auch ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch schon alles, was wir hier jetzt bei dem U-Bahnhof zu sehen haben. Ich schaue mir jetzt alles nochmal im Spectator-Modus an. Machen wir also weiter mit der U2, wo tatsächlich die ganze Linie fertiggestellt wurde. Das heißt, es handelt sich hier um die erste U-Bahn-Linie, die komplett fertiggestellt wurde, vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Die Linie hat sogar einen Kurzläufer, der nur zwischen Olympiastadion und Pankow führt und nicht zwischen Pankow und Hohleben. Hätte ich eigentlich gerne bis Theodor-Heuss-Platz und nicht bis Olympiastadion, weil das auch in Wirklichkeit so ist, aber das kann man ja auch alles noch machen. So, das ist die Station Potsdamer Platz, wie gesagt, hier haben wir die S-Bahn und auch den Regional- und Fernverkehr. Hier fällt gerade ein bisschen was aus, bei der S-Bahn sollte eigentlich noch alles funktionieren, genau so sieht es aus. Und genau, fahren wir direkt, machen wir direkt weiter, ich werde jetzt ein bisschen schneller hier durchfliegen, weil man das an sich schon kennt hier, was ist denn das eigentlich? Achso, das ist wahrscheinlich von der U6, ne? Oder ist das U6? Ne, das ist U7, glaube ich. Was ist denn das für eine Station hier? Möckernbrücke, alles klar. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt auch schon gebaut wurde, aber ist ja nicht so schlimm. Sieht jetzt noch nicht so gut aus, muss ich sagen. Auch die Decke ist vielleicht ein bisschen zu, ja, zu tief. Passt halt nicht so ganz zu den anderen U-Bahn-Stationen, aber deswegen sind wir jetzt hier und gerade nicht hier. Machen wir weiter mit der U2 und da kommen wir jetzt zur Mohrenstraße. Hier hat damals die U2 geendet, da gab es auch die Führerstandsmitfahrt, aber jetzt geht es halt nochmal weiter. Und zwar erstmal zum Haus Vogteiplatz, wenn ich mich nicht irre. Stadtmitte natürlich als erster Stadtmitte. Hier schneiden wir auch die U-Bahn-Linie 6, die wir vorhin auch nochmal kurz gesehen haben, und zwar hier war Station Stadtmitte. Die Stationen sind ein bisschen weit auseinander, ist aber auch in Wirklichkeit so. Und hier oben haben wir auch nochmal die Straßenbahn. Machen wir aber sofort weiter. Jetzt müsste Haus Vogteiplatz kommen. Und da sind wir auch schon. Ist halt jetzt noch nicht ganz fertig.
Auch dieser Tunnel hier sieht ziemlich wild aus. Kurven sind relativ scharf, ist aber nicht so schlimm, weil es ja U-Bahn ist. Und wir kommen zur Station. Ja, was ist das eigentlich hier? Ich kann mal kurz auf das Railway Dashboard gucken, geht gerade nicht. Das ist die Station Spittelmark. Da hier hat damals die O2 relativ lang geendet, weil da irgendwelche Bauarbeiten waren. Aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Dann kommen wir jetzt zum Märkischen Museum und zur Klosterstraße. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Stationen, die jetzt noch kommen, auch unfertig sind. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall schon von einer Station, dass hier gebaut wurde. Da freue ich mich auch schon drauf. Geht's ein bisschen tief runter und wir kommen zur Station, ja, das ist dann wahrscheinlich hier das Märkische Museum. Ist sogar schon halb fertig, sieht auch ganz schön aus, aber fehlt natürlich noch Licht und ein bisschen Bahnhofseinrichtung. Und was ist das hier eigentlich? Ja, wahrscheinlich so ein Wärterhäuschen. Und der Bahnsteig ist ein bisschen schmal. Tut mir leid, dass ich jetzt so viel rummeckere, aber ich würde es gerne trotzdem sagen. Auch an diejenigen, die das bauen, ist natürlich alles ganz gut geworden. Jetzt vor allem auch diese Station hier. Aber ich würde trotzdem natürlich gerne Verbesserungsvorschläge nennen. So, da sind wir jetzt an der Station Klosterstraße angekommen. Ein weiteres Highlight aus dieser Folge, denn hier wurde sich ein bisschen mehr Zeit genommen, die Station zu bauen. Und zwar wurde diese Station erstmal von Bingok gebaut. Ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und wieder sehr realistisch nachgebaut. Wir haben hier erstmal einen Ausgang, der nach oben führt, Klosterstraße. Auch mit diesem London Underground-Schild nutze ich ja auch manchmal für die Station. Passt auf jeden Fall, finde ich immer noch ganz gut, auch wenn es eigentlich nicht was Berlin ist. Und hier haben wir jetzt erstmal einen relativ langen Bahnsteig, wo nicht so viel ist, aber ist in Wirklichkeit, glaube ich, auch so. Auch diese Station ist, glaube ich, ziemlich kurvig in Wirklichkeit, aber ist auch schwer, denn sonst nachzubauen. Es ist wirklich super aufwendig, kurvige Stationen in Minecraft zu bauen. Habe ich jetzt einmal gemacht in der privaten Singleplayer-Welt von mir, aber braucht man eigentlich nicht wirklich. Jetzt aber auch schon ziemlich alt ist diese Welt. So, hier ist tatsächlich so ein Haarzug in die Station eingearbeitet worden. Das liegt daran, dass tatsächlich auch in Wirklichkeit hier sich noch Zugteile befinden und so. Die Station ist tatsächlich auch so ein richtiges U-Bahn-Museum, wenn man es so möchte. Hier halten sind zum Beispiel so ein paar Bilder an der Wand, die so ein bisschen geschichtlichen Verlauf zeigen. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo hier so eine Lore mit Kohle drin oder so, die in der Mitte steht. Wundert mich ein bisschen, dass er die nicht gebaut hat. Aber kann man natürlich auch noch machen. Und ist auf jeden Fall alles ganz nett. Ich habe da mal gewartet auf den Zug. Kann man auf jeden Fall mal machen. Die Station ist wirklich in Wirklichkeit sehr schön. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Jetzt machen wir weiter mit der U-Bahn. Und zwar geht es, glaube ich, jetzt zum Alexanderplatz. Da haben wir auch schon wieder diese Erhöhung, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, wir kommen immer wieder zurück. Da sind wir jetzt wieder am Alexanderplatz. Habe ich ja vorhin schon ausgiebig gezeigt, deswegen mache ich das jetzt diesmal nicht. Aber nochmal kurz, der Stationsabschnitt, der relativ nah am Bahnhof-Janowitz-Brücke ist. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Machen wir einfach direkt weiter. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen viel unfertiges Zeug. Das habe ich schon mal gesehen. Und auch diese Kurvenführung. Schärfer geht sogar. Viele ist ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Meme geworden, dass ich mich immer über die Kurvenradien aufrege. Finde ich tatsächlich hier gar nicht mal so schlimm, aber es ist ein bisschen hin und her. Das finde ich hier dann in dem Fall okay und die ist vielleicht ein bisschen scharf, aber egal. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Depotmäßiges, Das liegt wahrscheinlich daran, dass manche Züge auch am Alexanderplatz enden, beziehungsweise zum Beispiel, wenn Baustellen sind, dann können die Züge auch hier reinfahren. Natürlich gibt es öfter mal auch Depots hier bei der BVG in den U-Bahn-Schächten, einfach weil natürlich auch irgendwann Störungen vorliegen und die Züge auch von anderen Stationen losfahren müssen, damit die Linien nicht komplett ausfallen müssen, wenn mal irgendwo ein kleines bisschen was kaputt ist. Macht natürlich Sinn. Das ist tatsächlich jetzt aber die einzige Stelle, wo wir ein Depot, glaube ich, hier haben in irgendeinem U-Bahn-Tunnel. Das ist die Station, ja, die Strecke bin ich sehr selten erst gefahren, in Wirklichkeit, oder glaube gar nicht. Müsste Rosa-Luxemburg-Platz sein, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es hier oben ein Schild? Tatsächlich nicht, ich schaue später mal nach, ob es richtig ist, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Aber wir haben ja auch tatsächlich schon Straßenbahn. Liegt wahrscheinlich daran, dass das tatsächlich die Station Rosa-Luxemburg-Platz ist. Weil, also nicht ganz fertig, aber da fährt auch die Straßenbahn tatsächlich. So, machen wir weiter. Jetzt kommt, glaube ich, ein relativ langer Abschnitt, das habe ich schon gesehen. Und wir kommen zur Station, was ist das? Ist auf jeden Fall nicht die Eberswalder Straße. So, jetzt kommen wir hier zum auf einmal relativ schmalen Tunnel. Das ist natürlich auch noch alles nicht ganz fertig, müssen noch Tunnelwände hinzugefügt werden. Vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben zu sagen, habe ich ja vorhin gemacht, dass die Linie schon komplett fertig ist, denn es ist wirklich vieles noch sehr, sehr unfertig. So, jetzt kommen wir zur Station Eberswalder Straße. Wurde, glaube ich, von West gemacht.
kann mich auf jeden Fall erinnern. Aber diese Station ist auch noch nicht ganz fertig. Also klar, das Gebäude sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, aber hier liegt es noch so ein bisschen in der Luft so und es sind auf jeden Fall noch so, müssen noch viele Details gemacht werden, das ist das Problem hier. Aber kann man ja auf jeden Fall alles machen. Ja, hier fährt irgendwas auch dann später die Straßenbahn. Sonst würde ich jetzt aber auch mal direkt auf den Weg machen. Ja, das hier, da muss man mal aufpassen. Sowas mag ich auch überhaupt nicht, weil da jetzt theoretisch auch miteinander glitschen werden, wenn sie sich da treffen werden. Das hatte ich tatsächlich auch oft mal gehabt, habe ich dann aber irgendwann alles entfernt. Muss man dann die Notes ein bisschen anders verlegen. Und wir kommen zur Station Schönhauser Allee. Die sieht tatsächlich genauso aus wie die Eversweiler Straße. Ich dachte auch damals immer, dass die Station Schönhauser Allee unterirdisch ist, aber es macht natürlich Sinn, dass es nicht ist, weil die Eversweiler Straße ist ja auch schon oberirdisch und auch relativ bekannt dafür. Und hier hält auch die Ringbahn. Ich glaube, da wurde auch extra der Bahnsteig noch ein bisschen verändert dafür, aber anscheinend ist es auch noch nicht ganz fertig. Na gut, schade, dass jetzt hier am Ende noch ein bisschen viel unfertig ist, aber an sich haben wir hier auch schon eine sehr, sehr abenteuerliche Linienführung. Ich glaube, das ist aber von Regionalzügen, genau. Und hier ist gerade noch diese Gleisanlage so ein bisschen im Bau. Ja, okay, zu der Kurve sage ich jetzt mal nichts. Und hier haben wir auch die Station Bornholmer Straße, die sich jetzt aber nicht verändert hat mit dem letzten Mal. Und auch hier sind ein paar sehr abenteuerliche Kurven dabei. Ich denke mal, die werden noch verändert, weil... Naja, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu und nichts weiter. Machen wir erstmal die U2 fertig und es geht, glaube ich, gleich wieder in den Tunnel rein. Genau, hier haben wir wieder eine Tunnelrampe. Und wir kommen zur Veneta-Straße. So. Ja, ist nichts Besonderes, weiß ja aber nicht, ob es in Wirklichkeit auch so aussieht, kann natürlich sein. Viele U-Bahn-Stationen sehen in Wirklichkeit natürlich auch nicht so besonders aus, darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen in Berlin an manchen Stellen. Ja, aber das war es dann auch schon wieder mit der Veneta-Straße und da sind wir auch schon in Pankow angekommen, wo es auch noch unfertig ist. Pankow hält ja auch die S-Bahn, die Station habe ich noch gebaut. Da hat sich aber erstmal überhaupt nichts verändert, außer dass jetzt die S8 nach Bückenwerder da fährt. Das habe ich selber noch nicht gesehen, weil ich jetzt hier langzeitig nicht mehr war. Aber das werden wir uns natürlich auch nochmal irgendwann anschauen, wenn das hier alles fertig geworden ist. Ich hoffe, euch hat dieses kleine U-Bahn-Update gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo es dann wie gesagt um den RE1 geht, den ich bis nach Magdeburg gebaut habe.